Meistens bringen Kunden auch eine Verordnung mit und dann beginnen wir mit der Versorgung. Also für jeden, der eine Seheinschränkung hat, gibt es definitiv auch eine Unterstützung. Frau Adali, Sie sind Augenoptikermeisterin bei Augenoptik Müller in Köln. Zu Ihren Kunden zählen auch Personen mit Seheinschränkungen bzw. mit Sehbehinderungen. Wie können Sie als Optikerin Personen mit Seheinschränkungen denn unterstützend zur Seite stehen? Nun, die Sehbedürfnisse und Sehanforderungen jedes Menschen sind unterschiedlich und individuell. Daher ist meine Aufgabe als Augenoptikermeisterin, meine Kunden mit Brillen und vergrößerten Sehhilfen jeglicher Art so zu versorgen, dass das Ziel ist, bestmögliches Sehen zu erreichen und dadurch natürlich auch mehr Lebensqualität zu erreichen. Und darüber hinaus knüpfe ich auch Kontakte zwischen Kunden und anderen Personen, Institutionen, Gruppen oder Organisation natürlich nur auf Wunsch unserer Kunden. Jetzt hört und liest man immer wieder den englischen Begriff Low Vision, aber viele verstehen den eigentlich gar nicht. Was versteht man denn darunter? Können Sie das mal kurz erklären? Sehr gerne. Low Vision bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt geringes Sehen. Und aber im Alltag benutzt man den eigentlich eher gerade um Personen mit Sehbehinderungen bestmöglich zu versorgen. Und da nimmt man den Begriff Low Vision Beratung zum Beispiel sehr stark in Anspruch. Das heißt also auch als Arbeitsbereich, aber eben auch verschiedene Sehbeeinträchtigungen werden im Übergriff Low Vision genannt. Jetzt bin ich eine Person, die bei dem Augenarzt war und der hat eine Seheinschränkung diagnostiziert. Sollte ich jetzt zu Ihnen kommen oder was ist der nächste Schritt? Ja, sie kommen dann als nächstes zu uns. Also meistens bringen Kunden auch eine Verordnung mit. Und dann beginnen wir mit der Versorgung. Also für jeden, der eine Seheinschränkung hat, gibt es definitiv auch eine Unterstützung. Wie sieht denn diese Unterstützung aus? Welche Chancen habe ich denn noch als Betroffener oder als Betroffene? Man muss das von der Seite sehen. Also zum Beispiel eine vergrößernde Sehhilfe, eine Lupe, dient nicht allein nur zum Lesen von einem Brief oder von der Zeitung, sondern man kann die auch ganz gezielt als Alltagshelfer einsetzen. Und wenn es zum Beispiel nur zum Bedienen von Haushaltsgeräten ist, um die Knöpfe sehen zu können. Also von daher bringen vergrößernde Sehhilfen und Brillen quasi einem mehr Lebensqualität und mehr Eigenständigkeit wieder. Von daher ist jeder willkommen und jeden unterstützen wir sehr gerne. Wenn ich jetzt eine solche Lupe oder Brille benötige, können Sie kurz sagen, im Allgemeinen bezahlt sowas auch die Krankenkasse oder wie sieht das aus? Ja, in der Tat zahlt die private oder die gesetzliche Krankenkasse vergrößernde Sehhilfen auch. Es ist immer abhängig davon, wie gut die Sehleistung noch ist, welche Sehhilfe benötigt wird. Dann kann es durchaus sein, dass auch bis zu 100% die Sehhilfe bezahlt wird. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn ich mich für ein Hilfsmittel interessiere? Kümmern Sie sich um die Abwicklung mit der Krankenkasse oder mache ich das oder wer macht das für mich? Wir kümmern uns um die Abwicklung in der Tat. Das heißt, Sie bekommen uns von die Sehhilfe, wir versorgen Sie damit. Wir kümmern uns aber auch im Anschluss um die Abrechnung mit der Krankenkasse. Gegebenenfalls müssen wir im Vorfeld einen Kostenvoranschlag an die Krankenkasse schreiben, um das dann genehmigen zu lassen. Aber bei zum Beispiel so kleinen Handlupen oder Standlupen gibt es auch einen Festbetrag und der wird dann abgerechnet.